Ich bin der Jedi und ich will überleben, denn hier oben in dieser Festung gibt es einfach einen goldenen Handschuh, den ich haben möchte. Mit diesem kann man angeblich alles in Gold verwandeln und deswegen bin ich hier auch schon als Lukas unterwegs und hau hier mal ganz kurz diesen, wie heißen die nochmal, Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, ihr habt es schon gesehen. Aua! Der fällt ja genau auf mich rauf in kurze Stücke, denn ich möchte unbedingt diesen goldenen Handschuh haben, der soll sehr, sehr krass sein, deswegen kann ich hier auch nicht lange rumquatschen. Tut mir leid, sorry, dass das jetzt hier erstmal die Frühstückspause war. Ich muss hier nämlich ganz kurz mich durcharbeiten. Alles klar, guten Tag. Hier bin ich. Alles klar. Jo, das war's auch schon mit dem, oder? Ja, das war's mit dem. Und der macht Stress hier. Alles klar, dann gibt's hier auch so mal kurz auf die Augen. Leute, lasst ein Like und noch ein Abo da. Und schreibt mir bitte den Begriff in die Kommentare, wenn ihr wisst, dieses Ding eben. Hier ist dieser Roboter, dieser Zweiläufer. Oh Gott, jetzt ist hier die fette Armee am Start. Aber auch für mich gar kein Problem. Dann mache ich einmal den hier und einmal den hier. Zack, boom, bonjour. Und die Birne ist geschält. Und das war's. So, ich will jetzt wirklich diesen goldenen Handschuh haben. Und bam! Okay, ich glaube, ich habe hier alle geholt, alles gut. Aber ist jetzt die Frage, wo muss ich lang? Hier vorne. Da vorne ist doch direkt die Tür. Hier geht's doch weiter. So, rein hier und hier sehe ich keinen goldenen Handschuh. Warte mal, dann vielleicht hat. Das hat wehgetan, sag mal. Mit dem Laserschwert sollte man eventuell nicht so nah an solche Geräte rangehen. Dann ja vielleicht hier vorne durch diese Tür hier. Ja, das sieht gut aus. Und hier oben, wer ist das denn? Darth Vader oder was? Sag mal, hier, Darth Vader auf mich. Bam, 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 bim, boom. Bambi, bambidi. So, und... Alter, der will mich küssen, glaube ich. Was will der denn, ey? So, und das war's mit ihm. Ne, da liegt er, ey. Guckt euch das an, Leute. Keine Chance, ich nehme dich mit, Kollege. Wenn du Probleme hast, dann nehme ich dich mit meiner Macht mit. Boom. So, die kann ich weghauen. Und hier drin ist der goldene Handschuh. Und damit haben wir diesen Jet hier befreit. Sehr gut. So, zack. Okay, sehr gut. Leute, guckt euch das an. Ich gehe mal raus hier. Ich habe den goldenen Handschuh in der Hand. Und jetzt, pass auf. Guck mal, was ich machen kann. Bam. Bam. Ja, und damit kann ich mal eben so dieses Raumschiff komplett aus Gold machen. Ne? Wie heißt das nochmal? Dieses Raumschiff. Irgendwie so ein Sternfalken oder sowas? Bitte, bitte, Leute. Ich habe keine Ahnung genau, wie das heißt. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich Star Wars letzte Mal geguckt habe. Aber auf jeden Fall haben wir den gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was finden wir noch so? Aber ich denke, wir müssen erstmal wegfliegen. Und Landung. Auf welchem Planeten bin ich denn jetzt gelandet? Sieht aus wie die Erde. Und hört sich auch wie die Erde an. Sehr gut. Was ist denn da vorne? Das sieht ja so aus, als wäre da irgendwie was kontaminiert. Was wackelt hier das Auto so komisch rum? Habe ich jetzt auch gerade gesehen, die Regentropfen. Das sieht aus, als wäre das hier kontaminiert. Zack! Wow! Yo! Alles klar, das war's auf jeden Fall mit denen. Die sind auf jeden Fall alle kontaminiert hier. Und mein Laserschwert wühlt sich hier einmal komplett den ganzen Weg dadurch. Deswegen müssen wir hier bam! Und hier auch nochmal so weg mit euch. Hier gibt's nichts abzuholen. Verstanden? Bam. Oh mein Gott, ich kann damit Sachen einfach ranholen. Das heißt, wenn ich mein Laserschwert jetzt richtig halte, dann kann ich auch Boom machen? Boom machen? Ja, ich kann damit einfach Sachen, einfach Leute wegschleudern. Deswegen hier, boom. Oh, yo. Und das war's mit dem. So, und du kommst hier hinten mal in den Kofferraum rein. Wie sieht's bei dir aus? Bam, bam, bam. Die werden alle hier kurz und klein gemacht. Sehr gut. Und hier vorne noch einer. Aber du brauchst gar nicht weg. Du brauchst gar nicht weglaufen. Alles gut. Boom. Und Laserschwert wieder da. Diesen Planeten haben wir auf jeden Fall gereinigt. Ey, was ist denn das für ein cooler Truck hier? Mit dem kann man ja auch rumfahren, theoretisch, ne? Da kommen ja noch mehr. Sag mal, habt ihr doch gar nicht genug. Oh mein Gott. Was sind das für Dinger? Die sehen ja aus wie Zombies. Zombies. Boom. Yo, was? Das sind echt so Zombies. Hopp ab hier, Alter. Was wollt ihr von mir? Geh mal weg hier. Warte mal, hier da hinten ist auch noch einer. Dich schnapp ich mir auch noch. Du, hier, der will mich doch nur anbeten, oder was? Okay, das war's mit denen. So, war das jetzt alle? Hier sind ja immer noch mehr, oder was? Das ist ja eine ganze Armee, sag mal. Wow, abhauen. Oh Gott, komm ich überhaupt gegen die an? So viele hier noch sind. Oh mein Gott, okay, auch du musst dran glauben. So, sehr gut, ich brauche irgendwie eine Hilfe jetzt. Warte mal, ich habe doch diese, ja, ich habe doch diese goldene Hand. Das heißt, ich kann hiermit. Boom, ich mache euch alle, oh mein Gott, hau ab. Alter, ich sehe noch mehr kommen jetzt auf einmal. Hier hängt auch noch einer drin. Guck mal hier, was ich mit der Hand machen kann und was geht bei seinem Kopf ab, sag mal. Was geht bei den Köpfen generell ab? Boom, 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 boom. Gold gemacht und hier drüben die auch nochmal. Ganz kurz alle zu Gold. Ja. Hä? Jetzt bleiben die hier einfach auf der Mitte stehen. Ach, wenn ich die zu Gold mache, werden die zu einer Goldstatue. Okay, das bedeutet, wenn ich so mache, geht hier nicht zu der Statue, sondern dann werde ich die einfach kurz und klein machen hier. So, sehr schön, Leute. Und während die aus Gold sind, können wir hier einfach... Sehr gut gemacht, das aber. Können wir die hier einfach kurz und klein... Ja,
Wieso haut der mich denn weg? Was hat denn der für eine krasse Kraft? Okay, mit dem ist anscheinend dann nicht zu spaßen. Alles klar. Nehmen wir halt den hier und jetzt. So, okay. Und hier drüben haben wir auch nochmal ein paar. Boom. Hier nochmal überall durch und boom. Nochmal überall durch. Sehr schön. Wow, ich werde hier ganz schön weghauen die ganze Zeit. Was soll das denn? Oh, und... Au, oh, nächster Planet. Okay, wo bin ich jetzt wieder gelandet? Diese Palme, die kann man doch mal sehr, sehr gut aus Gold machen, oder nicht? Zack und... Oh Gott, Palme fällt um. Nee, okay, alles gut. Wieso wackelt hier der Boden denn so komisch? Ist alles in Ordnung? Nicht, dass hier irgendwas los ist. Was ist das denn da hinten? Was ist denn das? Was ist das? Ist so irgendwie so ein Transformer-Dinosaurier oder was? So Mecha-Godzilla. Oh Gott, kann ich... Nee, warte mal, Mecha-Godzilla ist es nicht. Ist eher so ein Mecha-T-Rex. Wie sieht der so krass aus? Warte mal, jetzt einmal, wie war das nochmal? Ich kann doch hier so. Zack! Zack, mit meiner Kraft kann ich ihn nicht greifen und irgendwie wegschleudern. Das geht, wow, doch, das funktioniert, aber der ist so hardcore schwer, dass der gefühlt gar nicht weit wegkommt. So, was willst du, Kollege? Okay, pass auf, wir probieren jetzt mal eine Sache aus, und zwar mit dem Laserschwert hier gezielt auf die Beine zu gehen. Ah, nicht getroffen, ich brauche das schnell, Laserschwert schon wieder. Nochmal, 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 nochmal. Ja, sehr gut, okay, komm, jetzt nochmal. Nein, ich häng fest. Oh mein Gott, was? Ich habe die Beine getroffen. Habe ich die Beine getroffen? Und ich kann ihn damit einfach auch in kleine Hälften schneiden. Hier, zack. Der T-Rex. Yo, der hat ja mal gar keine Chance. Dich nehme ich und schmeiße ich weg. So, nochmal. Schön wegschmeißen. Und T-Rex, bye, bye. Aber wie sah der denn bitte aus? Der hat irgendwie so eine komische, krasse... Auch so einen Schwanz hinten, ne? Wo der so irgendwelche so eine Keule hatte. Und hier noch überall die ganzen Teile. So, weg damit. Boah, ja, auch hier bin ich das klein. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Und wow, wenn das mal nichts war. Und nochmal. Und komm schon mit dem Laserschwert. Bitte, kann das jetzt mal angreifen? Kann das Laserschwert auch nochmal zurückkommen? Oder wollte das Laserschwert jetzt... Ich glaube, das Laserschwert macht gerade Urlaub. Da kommt es geflogen. Wow. Habt ihr das gesehen, Alter? Was ging denn da gerade ab? Der kam ja von hinten perfekt angeflogen und hat den mal kurzerhand komplett zerlasert, ne? Alles klar. Und auch hier kann ich den T-Rex natürlich komplett aus Gold machen. So wie eigentlich alles um mich herum, ne? Das ist so cool. Guck, das war an, Alter. Hier einfach den ganzen Boden, den ganzen, das ganze Rasen hier, einfach alles aus Gold. Ich frag mich, ob ich es mit dem größten Tier dieser Welt aufnehmen kann, nämlich einem Godzilla. Mal gucken. Und runter hier. So, auf diesem Planeten müsste Godzilla leben. Und ja, da ist er auch schon. Mecha-Godzilla, ihr seht ihn alle. Und er schießt hier einfach schön auf die Brücke und macht sie komplett kaputt, oder was? Entspann dich doch mal ein bisschen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Eventuell reicht es ja erstmal schon mit dem Goldenen. Wow! Okay. Godzilla? Oh mein Gott, er ist, glaube ich, wütend auf mich. Alles gut. Alles gut, die Godzilla, der Fuß, der sieht nicht mehr ganz so heiler aus. Alles klar, dann machen wir mal den Test und... Bringt das was? Oh, das Laserschwert, wo kommt es wieder? Laserschwert, komm zu mir. Okay, hat funktioniert. Anscheinend hält Godzilla jetzt hier fest mit so einem schweren Goldschuh. So, und wow, okay, den haben wir mal ganz kurz abgeschnitten, den Schwanz. Dann hier oben auch nochmal. Bringt das was? Mal gucken. Ja, Laserschwert geht lang, aber der Arm... Nochmal, oh, Godzilla hängt da auf jeden Fall fest, Leute. Und, oh, schön stark getroffen nochmal. Oh mein Gott, und das war es auch schon mit seinem Arm. Sehr schön. Aber das war noch nicht alles. Godzilla, du brauchst hier gar nicht so... Au, der, was macht der? Und wieder zurück. Okay, das zweite Fass auch was mitgenommen. Aber nochmal, und... Bam, so, oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Das hat, der hat gelitten. Was ist denn da drin in dem Godzilla? Hallo, Godzilla, alles klar. Oh mein Gott, der Kopf... Was? Der ist ja völlig am Rumschreien. Die Augen sind auch kaputt. Nochmal, nochmal, nochmal. Bam! Kopf kaputt. Und jetzt hier, komm schon. Und boom! Und nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Alter, guck dich mal an. Was ist denn da in Godzilla drinne? Das habe ich ja... Ups, hoppla. Das habe ich ja noch nie gesehen, zeig mal. Hä? Was passiert denn jetzt? Oh mein Gott. Godzilla kippt, glaube ich, um. Ich glaube, mit dem stimmt irgendwas nicht, sag mal. Ich habe ein FPS. Okay, ich glaube, der ist Schrott. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir hier auch noch eine Konfetti-Kanone. Wie cool. Und ein cooles, lustiges, buntes Auto. Das ist aber nicht alles. Ich möchte nämlich versuchen, Godzilla da unten mit dem Auto runter zu rammen. Vielleicht bringt das ja was. So, Godzilla und bam! Bringt das was? Nee, mein Auto. Wow, nein! Mein Auto ist Schrott und Godzilla schießt da unten auch rum. Sag mal, was soll das werden, wenn es fertig ist? Au. Okay, wir machen Drive-By. Pass auf, wir gehen so runter jetzt. Da ist Godzilla. Oh nein, wir rutschen.
Oh nein, wir rutschen. Nein, 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 verdammt, sag mal. Wie soll das funktionieren? Ich wollte doch da Godzilla treffen. Jetzt aber, okay, ganz vorsichtig mit diesem Mustang. Die sind ein rohes Ei, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt schön und pass auf. Und raus und... mal auf Godzilla werfen, aber der macht, der kriegt ja gar keinen Schaden. Hä? Was ist hier, Alter? Willst du mal was auf die Augen haben, hä? Willst du mal hier ein bisschen Stress haben? Guck mal, der bekommt ja gar keinen Schaden. Wie kann der das überleben? Nochmal, nochmal, nochmal. Das bringt ja gar nichts. Der Godzilla ist ja gar nicht aufzuhalten. Hä? Den kann man ja nicht mal kaputt machen. Bitte ein cooler Wüstenplanet. Bitte ein cooler Wüstenplanet. Ja, ich denke mal, dass das passt. Okay, sehr cool. Hier wohne ich doch auch irgendwo. Ich bin ja zu Hause. Oh mein Gott. Ist das Jumbo Josh? Hallo Jumbo. Hier bin ich. Hier drüben. Fang mich, fang mich. Okay, warte mal. Erstmal mit der Goldenen ausprobieren. So, jetzt bist du gefangen, Jumbo. Ne? Und jetzt machen wir den hier. Und bam! Dein ganzes Gesicht. Oh Gott, ich glaube, du musst mal zum Zahnarzt. Dein ganzes Gesicht ist Schrott. Und jetzt können wir das Gold hier auch zerhauen. Ja, wir können das Gold zerhauen. Und damit Bein Nummer 1 und... Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich kann das Schwert sogar richtig, richtig schnell werfen, sehe ich gerade. Bam, Bein Nummer 2 ist komplett zerstört. Und... Oh, mal gucken. Ein Arm noch nochmal abbrennen hier. Geht das? Jumbo Joshi. So, okay. Arm Nummer 1 und... Oh Gott, oh Gott. Hier, komm. Arm Nummer 2 kriegen wir auch nochmal hin. Also, Jumbo Josh können wir auch mit so einem Laserschwert sehr gut behandeln, würde ich fast sagen. Und, wow, jetzt wirft er ja auch noch mit seiner Hand auf mich. Bam. Oh mein Gott, und das war's ja auch mit Jumbo Josh. Er ist einfach jetzt komplett aus Gold. Oh Gott, ich wollte mir gerade Jumbo Josh angucken. Auf einmal kommt hier das Gruselbaby. Warte mal, und da drüben ist ja noch, und da sind ja voll viele auf einmal. Okay, okay, jetzt alle also anscheinend ein Problem, ihr kleinen Babys. Oh Gott. Das war's schon mal mit dem ersten, die Babypuppe hier. Und da hinten noch die andere große Babypuppe. Das Lichtschwert kommt angeflogen, aber trifft es auch richtig? Es trifft richtig. Sehr schön. Und auch hier auf diese Puppe. Und zurück am Lichtschwert. Oh mein Gott, trifft das? Nee, das trifft leider nicht. Okay, aber nicht schlimm. Ich habe hier noch ein bisschen Gold. So machen wir das Baby Gold. Und das hier, zack, machen wir hier mit diesem Handschuh auch Gold. Und damit sind die einfach komplett zerstört. Ne, hier die Beine. Oh Gott. Oh mein Gott, wie das Haus aussieht da hinten. Das sieht auch sehr, sehr krass aus. Hallo, du Baby. Oh, mal schön ab hier, sag mal. Sonst gibt es hier richtig Ärger, ne? Und jetzt haben wir richtig viel Gold, Leute. Wir alle kennen Star Wars. Und ich denke auch, dass ihr diese riesigen Roboter kennt mit diesen vier Beinen. Die werden wir heute in Tierlon mal komplett zerstören, Freunde. Es wird richtig, richtig wild. Also holt euer Schlichtschwert raus und haut einfach mal drauf los. Es wird nämlich richtig lustig. Haut noch auf den Like und auch auf den Abo-Button. Und wenn ihr Star Wars genauso gerne wie mögt, Freunde, lasst auch gerne einen Kommentar da. Und jetzt viel Spaß. Und das ist das, wovon ich geredet habe. Guckt euch diese riesigen Roboter einfach mal an mit diesen Beinen und so. Was haben wir hier noch so? Hier so ein Druiden oder so? Warte mal, die kenne ich doch irgendwoher, oder? Also wenn ihr Star Wars auffällt, Freunde, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da. Ey, guckt euch diese riesigen Maschinen an. Und hier sogar so ein... Ich weiß gar nicht mehr, wie den Namen davon. Schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Sternfalter oder so heißt der, glaube ich. Also ich würde sagen, wir versuchen einfach mal hier dieses riesige Ding in AT-AT einfach mal ein bisschen zu zerledern, ja? Wir können ja mal ganz einfach anfangen hier mit dem Flammenwerfer einfach mal ein bisschen was anzünden. Okay. Da passiert ja original einfach mal gar nichts. Ja, gut, dann müssen wir vielleicht zur nächsten schweren Waffe greifen. Nämlich der Shotgun hier. Ah, okay, also das bringt schon ein bisschen mehr, aber auch doch nicht den gewünschten Erfolg. Ne? Ich will, dass das ganze Ding zur Seite kippt oder einfach umkippt. Hier, ein paar Rohrbomben kriegst du einfach mal rangeschmissen. So ein Ding ist das. Auch das bringt anscheinend nicht so viel. Also die sind schon ziemlich stabil. Ne? Ich meine, auf dem Schlachtfeld müssen die natürlich auch viel aushalten, ja? Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man C4 dran macht? Hier vielleicht mal ein bisschen so drumherum. C4 und... wo bin ich denn hier reingelaufen? Wo bin ich denn hier reingelaufen? Sag mal, ist ja alles verschwommen hier. Hallo? Okay, okay. Also der Fuß, der ist schon heavy, Freunde. Wir müssen schwerere Waffen auspacken. Ich merke das schon. Vielleicht, was ist das hier? Die Raufwaffe, auch die bringt... Wir haben hier unsere Superwaffe. Warte mal, damit warten wir noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Alien-Waffe. Die ist auch schon ziemlich stark. Hier erstmal die Beine so ein bisschen. Erstmal abtrennen. Ja, dann müsste das Ding ja eigentlich... Ja, dann müsste das Ding ja eigentlich... Oh! Ah! Oh nein! Der AT-AT, der fällt ja instant und... Oh mein Gott, oh Gott! Ja! Das ist das, wovon ich geredet habe. Ich meine, der hat zwar jetzt keine Beine mehr, aber das ist das, was ich meinte. Jetzt frage ich mich, wie sieht es denn eigentlich da drin aus? Guck mal hier. LOL. LOL, wartet mal, was? Hä? Hä? Der bewegt sich noch. Hallo, ich bin hier noch drin. Hallo? Oh mein Gott. Ah! Okay, schnell raus hier.
Wieso bewegt er sich denn noch? Sag mal, der ist ja voll am Drehen hier noch. Okay, das muss man auf jeden Fall nicht verstehen. Okay, okay. Das ist diese krasse Waffe, die ich meinte. Mit der kann man einfach wirklich alles zerstören. Ich sag's euch, hier die Dinger, die Beine, die Füße. Buh, weg mit denen. So, komm, ich würde sagen, wir gehen hier direkt zum nächsten Raumschiff. Was ist das hier? Können wir hier auch reingehen? Ja, können wir. Guck mal, jetzt ziehen wir das ganze Ding mal von innen, ne? Und wie klinisch weiß das einfach aussieht. Hier, der Fahrer... Oh, da habe ich schon aus Versehen was kaputt gemacht. Da scheint schon was reingeflogen. Hm, sieht auch ziemlich cool aus, ne? Auch da oben, aber da müssen wir mal... Das müssen wir mal ein bisschen aufpimpen, oder nicht? So, viel schöner. Jetzt steht da auch direkt mal abonnieren da oben. Ich meine, so soll das doch sein, Freunde. Abonniert ihr den Kanal, um kein Tierdorf-Video mehr zu verpassen. Und natürlich auch andere coole Videos. So, wir können mal hier drin nochmal gucken. Hm, zünden wir mal hier diesen Controller. Was ist denn? Warte mal, hallo? Hallo, ich brauche jetzt mal eine richtig gute Waffe. Darf ich die mal bitte haben? So, hier. Rohrbombe. Okay. Hallo, ich dachte, hier wäre noch was. So ein Kontrollraum oder so, oder? Nee, keine Ahnung, da ist da anscheinend doch nichts mehr. Dann lass uns doch einfach mal auf ganz entspannt. Wie wäre es denn mit einem kleinen, mit der Handgun? Hier. Und hier vorne. Boom, boom. Oh mein Gott, das Ding ist einfach komplett zerballert worden. Guckt euch das mal an hier. Ich meine, wie krass ist diese Waffe einfach, ne? Oh mein Gott, davon ist ja gar nichts mehr da. Okay. Also das übernimmt die Versicherung nicht, denke ich mal. Hier, das Ding. Warte mal, da können wir doch bestimmt hier mit der Rauchwaffe... Ne, warte, das war die falsche. Wo ist denn hier? Da. Ne? Sag mal, wo ist denn hier die Rauchwaffe? Jetzt bin ich blind. Hallo. Hier, Rauchwaffe. So, und? Sag mal, das sieht so aus, als würde der furzen oder so. Okay, da muss er vielleicht einfach mal... Ja, also, ich glaube... Ich glaube, das war's mit den Dingern. Ey, das ist auch richtig krass. Das ist so krass hier. Yo, mein Gott, es laggt. Okay. Also, ich glaube, denen geht's auch gar nicht mehr gut. Oh, ein FPS gefühlt. Okay. Oh mein Gott, was war denn das Goldene da noch? Was fliegt denn da noch? Was war denn das Goldene da noch? Sag mal. Warte mal, da müssen wir mal reingucken. Meint ihr, da war noch irgendwas drin? Ich meine, wir müssen auch irgendwie mal reinkommen in so ein Ding, ne? Okay. Hey! Hey! Wo ist er hin? Ey, wie krass ist denn diese Rauchwaffe? Okay, 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 alles gut, Freunde. Wir müssen, ich glaube, wir müssen die Map nochmal neu respawnen. So, jetzt sind wir in so einem großen AT-AT mal drin. Und jetzt müssen wir eigentlich mal gucken. Ganz schön dunkel hier drin, ne? Guck mal. Waffen, ja? Was ist hier noch so? So Sitz. Hier sitzen dann die Sturmtruppler hier. Oder Sturmtrooper hier. Okay, was haben wir hier noch so? Mhm. Können wir vielleicht mal ein bisschen... Ist das eine Leiter? Nee. Eigentlich würde mich mal interessieren. Ich kann mir eigentlich nur erkennen... Okay, da geht's raus. Was ist denn da? Ist da noch irgendwas unter uns? Sonst wäre doch so ein Raum oder so, ne? Hier, aber... Nee. Ich muss wieder nach oben. Ich muss irgendwie wieder nach oben kommen. Und zwar am besten mit Miniguns. Ja, so, da bin ich wieder oben am Start. Und guck mal, was ist denn das? Ist das hier die Steuereinheit? Und anzünden kann man das irgendwie auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, Real Talk, ich habe das Gefühl, dass es hier noch irgendwo ein Versteck gibt. Vielleicht hier hinten? Hä? Was leuchtet da denn? Nee, ne? Lol, wo bin ich denn jetzt? Lol? So ein versteckter Raum, guckt mal. Ein Pokal. Sprachen lernen, Bubble. Ein Pokal. Wie krass sieht der denn aus? Ah! Lol, den kann man auch nicht zerstören, ne? Warum nicht mit einer... Warte mal, ich kann den sogar nehmen. Lol, ich habe einfach jetzt einen Pokal am Start. Und Boots! Warte mal, können wir den echt nicht zerstören? Auch nicht mit der Waffe hier? Ich glaube nicht, ne? Oh, alles klar, perfekt, da fliegt er hin. Naja, gut, da müssen wir vielleicht mal... Na, hier den Kopf, warte mal. Das war's mit dem Kopf, Freunde. Was steht denn da hinten? Das sehe ich ja jetzt erst, sag mal. Da müssen wir auch mal hingehen. Kann ich hier auch einfach mal... Das verstehe ich halt nicht. Ich hab den jetzt von mir aus weggeschleudert, ja? Aber wo soll der denn hingegangen sein? Yo! Ey, wieso schweben eine die Dinger weg? Yo! Wie das aussieht! Oder hier. Okay,
Ja, bei denen geht's auch nicht, ey. Das muss man auch einfach nicht verstehen, ne? Das ist einfach... Einige Sachen fliegen richtig krass weg und einige gar nicht, ne? Guck mal hier, das kenne ich, glaube ich, auch aus dem Film, die Dinger. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, war das jetzt irgendwie das Headquarter von denen oder so? Oder war das einfach irgend so ein Raum? Oder irgend so eine Maschine oder so, kann es natürlich auch gewesen sein, ne? Hier, gehen wir nochmal rein hier auf entspannt. Dann ist hier noch so eine Röhre, können wir auch mal rein. Ach, guck mal, das hängt alles zusammen anscheinend. Was ist denn hier unten noch? Können wir hier... Guck mal, das ist ja ein Zwergenraum hier oder was? Ne, okay, hier ist gar nichts. Dann würde ich sagen, wir putzieren einfach mal so ein paar... Haben wir so ein paar Bomben hier. Wie heißt denn das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ich würde sagen, nehmen wir doch einfach mal... Warte mal, wir können doch einfach hier unser Lichtschwert nehmen. Ich meine, ist ja auch Star Wars. Wieso nehmen wir nicht unser Lichtschwert einfach hier? Boom, boom, boom. Ja, sehr schön. Dann hier ist der Ballern wieder nochmal. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ich habe eine neue Waffe. Da muss man kurz gucken, ob ich die hier finde. Ja... Na gut, dann finde ich sie hier vielleicht nicht, weil sie zu krass zum Laden ist. Aber ich sage euch dann in der nächsten Folge, Freunde, werde ich die euch mal zeigen. Die sieht auch sehr, sehr wild aus. Hier pimpen wir uns das Ding auch mal hier so, ein bisschen gelben Strich drumherum. Warte mal, ich kann mal auch rein. Ey, wie cool. Hier gehen wir einfach mal rein, hoch hier und ja, jetzt sind wir hier am Geschützturm und können mit der Bananenpistole uns den Weg freikämpfen. Und hier einfach mal ein paar Bocken. Oh Gott. Komm, wir zerstören hier einfach nochmal das Ding. Das hier auch. Und wir können auch das gerne mal in Slow Motion zerstören. Da hat es mich einfach erwischt. Alles klar. Machen wir hier einfach auch nochmal ein paar Bomben ran. So und... Okay, komm, wir gucken in Slow Mo. Oh. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da guckt euch das mal an, wie cool das in Slow Mo aussieht. Aber... Doch, überlebt das Ding da oben. Das müssen wir noch irgendwie runterkriegen, ne? Aber ich komme da nicht mehr ran. So. Okay, auch das wird zerbetzt und... Gut, sehr schön, okay. Dann hier nochmal das Raumschiff. Guck mal, das bringt gar nichts, ne? Auch hier die Dinger, die bringen gar nichts. Vielleicht bringt das ja sowas. Oh Gott. Ja, okay, okay, so bringt das auf jeden Fall was. Zerstört, ey, jetzt ist ja einfach nichts mehr über von der Map. Dann machen wir da hinten, yo. Leute, das ist doch dieses Raum, das ist doch dieses Büro. Hier, können wir einfach hin und her schicken, ne? Ey, das ist so stark, diese Hand. Diese Sensei-Hand, oder wie die heißt. Oh mein Gott, ich sag euch ganz ehrlich, das ist garantiert mit Abstand die stärkste Waffe in ganz Tierdown. Hier, nehmen wir das nochmal mit. Hier, können auch das nochmal zerstören. Wie das einfach losfliegt. Ich sag's euch also richtig verrückt. Ich sag euch mal ganz ehrlich, die sind so cool rumgeflogen, die AT-ATs. Dann lasst doch einfach mal gucken, wie sie rumfliegen, wenn ich hier drin bin und dann schieße. Hallo? Hallo? Dürfen die, könnt ihr jetzt mal fliegen? Ich muss mich hier mal kurz hochpusten. Oh, oh, raus hier. So. Alter, guck mal, ich... Ey, guck euch das mal an, der AT-AT ist so weiß, ich kann das gar nicht sehen. So weiß ist das im Vergleich zum Untergrund. Da drüben sieht man den ja stehen. Wir können ja mal gucken, ob das jetzt klappte, wenn ich jetzt hier mit der Rauchwaffe da rausschieße. Hey, jetzt geht's nicht mehr? Das muss man doch auch einfach nicht verstehen. Komm, wir machen einfach mal hier den Luftangriff, ja? Wir machen einfach mal hier den hier. Da seht ihr den AT-AT. Der AT-AT greift das Büro an. Oh, da müssen wir einfach mal Raketen draufballern. Oh, größere, wir brauchen größere. Ich sehe das schon. Hier. Und in Slow-Mo, wie sieht das aus? Können wir uns zweite Rakete reinjallern? Okay, okay. Gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. Dann hier nochmal und boots die zweite Rakete, jo. Dann hier, ja, geht auch klar eigentlich, ne? Geht ja eigentlich auch klar. Boom! Sehr schön. Ja, also ich muss schon sagen, die haben wir auf jeden Fall heute ziemlich zerballert, Freunde. Hier fallen ja immer noch Metallteile runter, sag mal. Da kann ich ja vielleicht einfach nochmal den hier machen. Was ist das denn? Den Hammer auf Dorn haben wir noch gar nicht getestet, hier. Oh Gott, ein FPS. Oh, AT-AT! Oh mein Gott. Mehr muss ich gar nicht machen, ne? Und da fällt das Ding. Also gar nicht schlecht. Ich schneide ein Flugzeug in zwei Hälften. Was war das denn? Ich werde aufgerufen? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Wieso ist hier keiner mehr? Ich bin hier gerade eingepennt und sind jetzt alle schon in die Maschine reingegangen? Das kann sein. Wo ist überhaupt mein Koffer? Hä? Ich hatte Handgepäck. Wo ist mein Koffer? Was ist hier? Hier liegen irgendwie so... Hallo? Hier war doch gerade eine Durchsage. Hier ist... Wo sind denn die ganzen Leute? Ein Koffer noch. Was ist da drin? Hä? Was ist das denn?
So ein Laserschwert? Wieso ist denn da auf einmal so ein Laserschwert in dem Koffer drin? Sag mal, wo sind die ganzen Leute? Okay, naja, gut, jetzt habe ich halt immerhin ein Laserschwert. Ich hätte die Tür halt von mir aus auch genommen. Oh nein, jetzt brennt das hier auch noch. Wo soll ich denn jetzt hin? Hier ist kein Flugzeug am Ende. Das heißt, da darf ich auch gar nicht langlaufen. Jetzt verbreitet sich hier das Feuer aus. Feuerlöscher, schnell, wo ist einer? Hier liegt doch irgendwo einer bestimmt. Oh Gott, Gott sei Dank, ich habe einen Feuerlöscher am Start. Dann löschen wir hier einmal ganz kurz das Feuer. Ja, vielen Dank, dass ich auch Hilfe bekomme. Was soll denn das? Also, dieses Laserschwert hier ist auf jeden Fall anscheinend brandgefährlich. Aber wo sind denn die ganzen Leute hin, sag mal? Ich muss da unten in die Maschine. Das ist, glaube ich, die letzte, die geht. Tür ist auch auf. Okay, aber ich will da jetzt nicht einfach so reingehen, wenn hier noch keine Leute sind. Und wieso ist hier überhaupt ein Kran? Was ist hier passiert? Ey, ich bin 2 Stunden eingepennt, ja? Ich wollte hier nur einmal ganz kurz umsteigen und die nächste Maschine zu mir nach Hause nehmen. Und jetzt das. Naja, gut. Aber vielleicht können wir mit dem Laser hier irgendwie was Lustiges anstellen. Ich meine, jetzt, wo wir schon mal einen Flughafen für uns alleine haben, kann man doch eigentlich auch mit dem Laser ganz lustige Sachen machen, oder nicht? Hä, da geht's auch tiefer? Warte mal, ich spring mal hoch. Wow, hier sind ja ganz viele Koffer. Guck mal. Ganz, ganz viele Koffer. Oh mein Gott, auch das brennt. Alter, das Laserschwert ist so krass. Guckt ihr das bitte an. Guckt euch das an. Ich kann ja mit dem Laserschwert alles kaputt machen. Und jetzt brennt hier gefühlt der halbe Flughafen ab. Jetzt brauche ich aber ganz schnell einen Feuerlöscher hier irgendwo. So, zack. Einmal drauf. Hier alles gut. Feuerwehrmann Kasparo ist am Start. Sofort ein Abo und ein Like da lassen dafür. Hier, zack. Sehr gut. Alles schön gelöscht. Ne? Wir wollen ja nicht, dass hier noch irgendetwas abbrennt. Oh Gott, nicht, dass das da noch irgendwie reinzieht ins Laufband oder sowas und ich da nicht mehr rankomme. Da auch schon. Das sieht gefährlich aus hier. Was soll das? Wieso komme ich da nicht... Hey, wo bin ich denn jetzt? Sag mal, hey, wo geht's denn jetzt hin? Das Undercover-Lager. Hier, guck mal. Und hier sind sogar noch so Koffer. Was ist da denn drin? Die Geheimkoffer, guck mal. Was ist denn jetzt hier in diesen Geheimkoffern drin? Was ist das denn? Was ist das für ein Teil? Was waren da jetzt gerade drinne? So ein Ding? Und damit kann ich auch feuern, oder was? Es brennt hier einfach immer noch, ne? Okay, warte mal, ich probiere das Teil mal aus. Was hat der gepiept? Es hat sich so aufgehört, als hätte es sich aufgeladen. Und, was? Ich kann damit ein riesiges Loch in den Boden feuern? Ich mache damit ja gefühlt den ganzen... Oh mein Gott, ich mache damit ja gefühlt den ganzen Flughafen hier kaputt. Hier, schön aber drüber feuern. Zack, na, so ist aber auch eine Art von Feuerlöschen, oder nicht? So, hier nochmal nicht, dass das Feuer sich hier noch irgendwie weiter ausbreiten kann, ne? So, zack, das war's. Okay, es brennt immer nicht mehr. Feuer ist gelöscht, aber die Rolltreppe hier ist auf jeden Fall auch gut kaputt gegangen. Hier sind ja noch mehr Dinger. Kann ich hier auch... Hä? Jetzt fährt das Laufband. Aber wo fährt das hin? Ich dachte... Okay, ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, gerade angemacht, aber... Kommt hier noch ein krasser Kopf? Was ist da? Da ist nochmal so ein Koffer. Bin ich auch gespannt, was da drin ist. Aber guck mal hier. Ob beim Bus dahin ist da vielleicht jemand? Hier, guck mal. Der Bus! Wow! Wo fliegt denn der hin? Hä? Was ist denn das? Okay, so eine komische Pistole oder sowas. Damit kommt man aber bestimmt nicht durch die Luftkontrolle. Nee, nee, nee. Mal gucken, ob das piept. Nee, hat nicht gepiept. Okay, alles gut. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, mit den Sachen rumzufeuern, weil eben die Laser schon so krass waren. Wollen wir einfach mal probieren. Ich feuer hier einfach mal auf das Auto rauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh! Aufruf! Hier ist wieder ein Aufruf. Letzter Flug irgendwo hin. Ja, ist hier jemand? Hallo? Die müssen irgendwo im Tower sitzen. Die sitzen irgendwo im Tower drin, oder ist das aufgenommene irgendwie Ansage oder sowas? Hier machen wir das auch nochmal ganz kurz kaputt, den Tower. Guckt euch das bitte an. So eine Lavapistole. Was finde ich hier für krasse Waffen? Was ist das? Aber damit können wir das löschen. Lol. Also man kann einmal hier Lava feuern und jetzt kann man das einfach einmal löschen. Ey, wie krank ist das bitte, Freunde? Hier, den Eingang dafür zum Flugzeug, den nehme ich nicht. Ich nehme mir einfach mal ganz kurz die Lava. Aber hier ist halt noch kein richtiges Flugzeug, was angedockt ist. Da eigentlich müsste man jetzt hier rein. Jetzt bin ich einfach auf dem Rollfeld. Ich meine, da hinten ist ja ein Flugzeug. Was haben wir hier noch? So ein Tower? Oh Gott, nein, der Tower. Aber apropos Tower, ich sollte eigentlich mal... Da muss ich rein, da oben muss ich rein. Wie komme ich da hoch, ist die Frage. Es sieht so aus, als würde ich vom Flugzeug drin da rein können. Ja, das könnte hier vor mir... Das könnte hier vor mir dieser Aufzug sein. Ja, oh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich den kaputt geschossen habe. Oder da hinten der? Nee, ich glaube, das ist dieser Aufzug hier. Funktioniert der noch? Da unten ist der Lift. Hier. Warte mal. Hier rum. Hier. Aufmachen. Oh mein Gott, ich kann rein. Und jetzt? Zack. Okay, wo gehen wir hin? In den Tower. Nein. Ich habe das Anzeigemodul kaputt gefeuert. Ey, wie komme ich denn jetzt da hoch? Frag mich nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es jetzt hier in den Tower geschafft, Freunde. Hier, Computer-Setup, zack, runter damit. Also auch hier oben im Tower ist niemand. Das haben wir hier so Knöpfe. Was machen die? Ich kann es euch nicht genau sagen. Hier, okay, das ist Licht auf der Landebahn. Ihr seht das vielleicht ganz leicht. So, machen wir an. Dann haben wir hier noch Licht für die Flugzeuge. Und
Hier haben wir auch noch irgendwas. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Okay, es brennt auf jeden Fall ab. Hier haben wir noch so ein Radar. Was haben wir hier vorne noch? Guck mal, da sind auch ganz, ganz viele Fahrzeuge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, anhalten. So, okay, alles gut. Hier sind auch so Tanks. Der ganze Tower, der bricht ein. Guck mal. Oh nein, der fällt. Der ganze Tower fällt. Nicht aufs Auto. Nicht aufs Auto. Zurück, zurück, zurück. Oh mein Gott, das war ganz, ganz knapp gerade. Alter. Auf einmal fällt der ganze Tower runter. Guck mal, wie er da runter crasht. Und wieso steht hier oben drauf auf einmal auch so ein Ferrari, sag mal. Oh, nicht aufs Flugzeug. Ja. Alles gut gegangen, glaube ich. Okay, das Auto hängt hier halt ein bisschen fest, aber ist auch nicht sonderlich schlimm. Was ist das? Ich mache mal den Test. Okay, das scheint wieder irgendeine Pistole zu sein. So. Was? Bakterien? Irgendwie so ein Virus oder sowas. So ein seltener Virus. Guck mal. Alter. Ich feuer hier drauf und die ganzen Bakterien... Jetzt sind sie alle weg. Okay, und die ganzen Bakterien fressen sich anscheinend hier in das ganze Material rein. Guckt ihr das an? Die ganze Bühne! Die ganze Bühne hebt hier, piss hier runter, zack. Und die Bakterien sind weg. Wie sieht es bei dem Bus aus? Ich mache nur ein Bakterium hier an den Bus ran. Ja, und der ganze Bus wird einfach aufgefuttert. Wie krank ist das denn bitte? Okay, sehr, sehr stark. Aber jetzt, wo wir im Flugzeug sind, können wir ja mal versuchen, ob da welche an Bord sind. Können wir mal gucken. So, hallo? Kann ich damit auch... Ja, okay, ich kann damit auf jeden Fall auch fliegen, glaube ich, oder fahren jedenfalls. Aber die Frage ist, ob ich damit auch fliegen kann. Ich mach's lieber nicht. Ich mach's lieber nicht. Ich weiß nämlich auch nicht, wie es funktioniert. Okay, aber an Bord ist davon auch keiner, ne? LOL, so ein Katana, guckt mal. So ein Katana und jetzt? Nein, das glaube ich nicht. Du willst mir sagen, ich kann damit Sachen zerteilen? Okay, hier das Flugzeug in zwei Hälften und BAM! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das Flugzeug einfach gerade in zwei Hälften geteilt. Guckt euch das bitte mal an, wie krank. Hier das Haus, das Gebäude. Zack. Okay, das wird längen, oder? Das Gebäude, okay, es ist nicht ganz so weit gekommen, aber hier das Glas immerhin in zwei Hälften geteilt. Wir gehen mal hier hoch. Guck mal hier, was haben wir hier? Das Auto, der Lamborghini, bam. Auch der Lamborghini einfach einmal komplett zerteilt. Guck mal hier, der oh mein Gott, sogar auf den Boden. Warte mal, das könnten wir jetzt doch einfach einmal auch probieren mit diesen Autos, die hier auf dem Parkplatz sind. Na, gehört einem von euch hier, Monster Truck. Machen wir mal den hier, bam. Und der wird einfach komplett in der Hälfte zerteilt und es geht sogar bis zum Flughafen, aber nicht so richtig. Aber das Fahrzeug ist geteilt. Wir machen mal nochmal einen anderen Test. Wir nehmen mal hier so ein Flughafenauto. Zack und bam. Auch das ist einfach durchgeschnitten in der Mitte. Wie krank ist bitte dieses Laser-Katan? Damit kannst du ja gefühlt alles machen. Wir können mal schauen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einer der Leute oder generell einen Menschen, der mir sagen kann, wo wir hin müssen und vor allem in welches Flugzeug wir sollen. Was ist denn hier drin? Der ist so oben drauf beladen. Da muss was Krasses drin sein. Ich bin sehr gespannt. Hä? Was ist das denn für ein Teil? Okay. So eine Hebebühne, so ein Flugzeug einfach oder was? Wow! Was ist das denn? Ich kann damit Hubschrauber schießen. Naja, das passt ja zum Thema Flughafen. Kann ich damit auch fliegen mit dem Hubschrauber? Nö, aber der dreht sich oben. Alter, ich kann einfach Hubschrauber schießen. Was? Hier, und einfach einen Hubschrauber auf den Bagger. Da unten, zack, wird gearbeitet. Schieße ich einmal einen Hubschrauber drauf. Hier auf den Bus da unten, bam, nochmal Dings rein. Und guck mal, ich sehe jetzt erst den Lasershot, der hier noch rüberkam. Guckt mal hier. Guckt euch bitte an, wie weit der Lasershot hier noch ging. Wie tief hier das alles in den Boden reingeragt ist. Fakt ist, ich muss hier abhauen. Ich habe allerdings nur keine Ahnung, wie genau ich das Ganze anstellen soll. Ich könnte mir nur erklären, dass wir das irgendwie machen, indem wir... Naja, wie soll ich sagen... Indem wir vielleicht einen Kollegen anrufen, der mir ein neues Flugzeug schickt. Also, ich habe einen Kollegen bei der Navy, den kann ich anrufen. Vielleicht weiß der irgendwas. So, zack. Okay, mal ganz kurz gucken. Ah, ja! Hi, Daniel, pass auf, kannst du mir vielleicht auf korrekten so einen Bomberjet rüberschicken? Ja, ich bin hier am Flughafen, aber da ist keiner mehr. Okay, super. Alles klar, vielen Dank. Ja, Kuss, Bro, alles klar, super, danke. Ja, ich sag den Leuten, dass sie liken sollen. Okay, sonst machst du es nicht? Okay, alles klar, danke, ja, ich mach's einfach. Freunde, ihr sollt das Video liken, sonst schickt ihr mir kein Bomberjet rüber. Deswegen, da haut auf jeden Fall jetzt sofort auf den Like-Button. Schaffen wir hier die 1000 Likes auf dem Video, das wäre wirklich sehr, sehr cool von euch. Okay, ich bin gespannt. Er meinte, er schickt mir auf jeden Fall, was ist hier denn? Ein Geheimraum? Ein Klo? So, mal, hier war doch einer von euch eben gerade auf Klo. Hier stinkt's nämlich. Also, er hat gesagt, er schickt mir jetzt hier auf jeden Fall so einen riesigen Bomberjet rüber von der Bundeswehr. Und dann gucken wir mal, ob der hilft, dass wir hier abhauen können. Ja, okay, mein Kollege ist jetzt anscheinend da. Anscheinend meinte er, er hat auf jeden Fall mir einen fliegbaren Untersatz besorgt. Also, was hier bei diesem Flughafen los ist, Freunde, ich kann's euch ehrlicher...
Fall. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Es scheint hier irgendwas Komisches zu sein. Mein Gepäck habe ich auch nicht mehr. Das Gepäck ist anscheinend weg. Also keine Ahnung, wo das hin sein soll. Vielleicht kennt das ja einer von euch vom Flughafen, dass das Gepäck einfach mal abhaut. Aber dieses krasse Messer hier, das würde ich auf gar keinen Fall aufgeben, weil das einfach so krank ist. Guck mal, ich kann hier einfach so ein Loch reinfeuern in diesen riesigen Flughafen rein. Einfach so einen riesigen Schlitz. Was sind denn da noch für Waffen drin in den Koffern? Hier, nehmen wir mal den roten jetzt. Zack, so. Oder warte mal, nehmen wir hier mal den lieber. Nehmen wir mal lieber den weißen hier. So, zack. Und jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. LOL, ein RPG. Zack, bam, mach ich mal den hier. Bam, kürzen wir mal hier so ein bisschen, würde ich sagen, das Auto ab. So, jetzt sind wir auch viel schneller, weil wir keinen Ballast mehr am Start haben. Aber wo ist jetzt das Flugzeug? Was ist das denn da? Ist das mein Kollege? Daniel, bist du das hier? Guck mal, das muss er sein. Hier, schau mal. Da ist er doch, da steht er doch sogar. Ja, korrekt, Bro. Ey, ich habe alles probiert, aber irgendwie wollten die hier mich nicht gehen lassen. Also irgendwie war da so ein Flughafen, ein Geisterflughafen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Weißt du es vielleicht? Hast du es noch nicht mitbekommen? Alle Leute mussten fliehen. Du auch. Steig am besten ein, schnell. Oh Gott, okay, ich soll einsteigen. Ja, kein Problem, aber in was? In dieses Auto hier, oder was? Okay, mache ich einfach mal hier, zack, und... Was war das denn gerade? Was war das? Warst du das gerade? Wieso ist das Auto kaputt gegangen? Es tut mir leid, das ist der Gott von oben. Du musst abhauen, schnell. Steig in den kleinen Bruder von Sonic. In den kleinen Bruder von Sonic? Du meinst den hier? Was soll das denn sein? Oh Gott, was ist das denn? Laser, oh mein Gott. Jetzt kommt hier so ein riesiger Laser von oben. Oh nein, Daniel, nein. Das war's mit ihm, nein. Was? Schnell weg hier, ganz schnell weg hier. Oh Gott, hiermit soll ich fliegen? Was ist denn das für ein Teil? Und ich kann damit sogar schießen. Was? Oh mein Gott, was ist das für ein krasses Teil hier? Guck mal, ich kann damit sogar feuern, sogar Raketen. Oh mein Gott, okay, ich habe nichts gesagt. Einfach mit so einem Sonic-Teil kann ich hier rumfliegen. Wie heißt der Typ nochmal? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Like und auch ein Abo da. Ganz, ganz wichtig. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir können hier auf jeden Fall entkommen. Mein Gepäck habe ich nicht gefunden, aber anscheinend ist da irgendwas, was hier die ganze Welt angreift oder so. Also, wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Soll ich das ganze Ding mal suchen und kämpfen und dagegen kämpfen? Dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Lasst mir ein Like und auch ein Abo da. Schaffen wir die 1000 Likes auf dem Video. Tut mir nicht falsch, stellt erstmal nochmal Videos aus. Wir sehen uns morgen und nächste Video. Dann wurde es. Bis dahin und ciao, ciao.